Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es einmal um ein paar Drachenrennen und zwar wollen wir uns diesmal Herausforderungsrennen von Taldrassus angucken und da sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärtsrennen. Ich hatte euch ja von drei Zonen das Ganze schon gezeigt, also die Küste, dann waren wir in Onara bzw. Mazublauen Gebirge und jetzt geht es quasi mit Taldrassus weiter. Wo befinden wir uns beim ersten Rennen und zwar hier auf den Koordinaten 39, 76. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit dem Vorwärts-Herausforderungsrennen an. Sudola, Try Nummer 4. Dann gucken wir jetzt mal. Also am Anfang speed ich jetzt gleich runter. Dann laden wir ein bisschen Elan auf. Und noch mehr. Und hier muss ich jetzt nach oben schauen. Da auch wieder. Dann drücken wir hier den Vorwärtsspeed. Dann nach oben. Nochmal. Mache ich den Vorwärtsspeed einmal durch. Hier nochmal. Geht's nach unten. Hier werde ich ein bisschen zu langsam tatsächlich. Da habe ich es aber gerade noch geholt. Komm nochmal nach oben. Nochmal nach oben. Komm, das muss doch jetzt gereicht haben. Na, Gott sei Dank. Diesmal waren wir sogar über zwei Sekunden drunter. Naja, okay, da haben wir ein bisschen was rausgeholt. Man muss immer im richtigen Moment gucken, dass man nach oben guckt, den Hochspeed macht und dann gleich wieder nach unten. Ne? Dann kann man diesen Delphin-Speed ausnutzen, das ist gar nicht schlecht. Gut, dann schauen wir uns noch den Rückwärtsmodus an. Sudala, dann machen wir rückwärts. Erster Try hier, also einmal nach oben und einmal nach vorne, hätte ich jetzt gesagt. Und dann sammeln wir erstmal Elan. Gucken wir mal, machen wir das mal so. Jetzt geht es erstmal hier ein bisschen nach unten. Ah, hier sind wir schon arg langsam. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht hier schon nochmal einen Speed reinhauen sollte. Was ich meine. Fühlt sich jetzt nicht so gut an aktuell. Da muss ich den Vorwärtsspeed die ganze Zeit drücken, ne? Weil hier kann ich dann auch nicht nach oben. Hier muss ich dann immer durch die Ringe durch. Ja, nix. Vielleicht muss ich es. Wahrscheinlich muss ich es trotzdem probieren, ein bisschen Delfinflug zu machen. Das, oder? Hat das gereicht? Ja. Gold müsste ploppen. Okay, es hat gereicht. Also es funktioniert auch, wenn man quasi 90% den Vorwärtsschub nutzt. Weil das Problem ist, wenn du da Delfin versuchst, dann kommst du ein bisschen zu hoch. Da bleibst du bloß irgendwie hängen. Aber es hat auch so funktioniert. Gut, dann können wir zum nächsten weiter. So, dann sind wir auf dem nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 57, 74. Und da machen wir als erstes wieder das Vorwärtsrennen. So, da lad, Shrine Number One. Komm, lauf nach vorne. Okay, da war wieder irgendein Bug. Jetzt machen wir zweimal den Vorwärtsschub. Hier kann ich, obwohl, hier könnte ich es vielleicht probieren, einmal ein bisschen zu Delfinen. Machen wir nochmal einen. Ah, da sind die Abstände zu kurz. Hier könnte ich es nochmal probieren. Da muss definitiv nochmal reinhauen. Da probieren wir es auch nochmal. Da bin ich jetzt fast nicht mehr rumgekommen. Hier mache ich mal einen Vorwärtsschub. Da ist schon zu Ende. Okay, da können wir nochmal hoch. Na, weiß ich nicht. Hat das gereicht? Aber lock. Okay, das Rennen ist extrem einfach. Erster Try und schon einige Sekunden drunter. Gut, dann machen wir noch einen Rückwärtsflug. Try Nummer 4. Hoch und dann gleich reinspeeden. Und Delfin. Machen wir nochmal einen Delfin-Speed. Hier nochmal.
bei dem Ring da unten. Und nochmal. Nochmal. Da hängt meine Space-Taste. Ich habe immer sonderlich viele LAN. Weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat. Ja, hat's. Ja, 1,5 Sekunden drunter, passt. Gut, dann hätten wir das auch. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal hier bei den Koordinaten 57, 66. Und da fangen wir jetzt wieder mit dem Vorwärtsflug an. So, Try Nummer 12. Also einmal Speed. Dann nochmal Speed. Und dann gucken wir jetzt, dass wir hier ein bisschen Elan poolen. Halten wir mal runter. Dann machen wir jetzt hier einmal Delfinflug für ein bisschen extra Power. Und unten auch nochmal. Also hier einmal hoch und durch. Shit, ich habe eine Feuerkugel gefressen. Das ist jetzt, glaube ich, RIP. Aber wir fliegen es jetzt mal. Vielleicht kann ich es ausbaden. Im Normalfall ist dann Feierabend, wenn du eine Kugel gefressen hast. Jetzt schauen wir mal. Ah, hier werde ich zu langsam, ne? Wie ging denn das jetzt? Ich habe eine Kugel gefressen, es hat trotzdem gepasst. Und ich hatte am Ende sogar noch den zweiten Delan habe ich zu spät gedrückt. Ja gut, ich will mich nicht beschweren, hat funktioniert. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Rückwärtsrennen an. So, rückwärts Nummer 2, Try Nummer 2, so dass ich es nur rausbringe. Okay, jetzt flattern wir hier einmal rum. Steil nach unten. Einmal hoch, zweimal hoch. Dann steil nach unten. Naja, ich weiß nicht, ob man da nicht lieber, ne? Da müsste ich mal nochmal gucken, wie wir es am besten spielen. Den hätte ich jetzt fast verpasst. Scheiße, da wären wir jetzt fast ein bisschen zu schnell. War doch nicht schlecht, oder? Allah, easy. Easy, da waren wir ja richtig gut in der fast 4 Sekunden in der Goldzeit. Wunderbar, dann kommen wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir beim nächsten und zwar bei den Koordinaten 37, 49. Und da fangen wir jetzt wieder mit dem Vorwärtsrennen an. Gut, Try Nummer 1 und dann hauen wir gleich den Speed nach vorne rein. Obwohl, hier können wir auch gleich Delfinen. Einmal hoch und nochmal und noch. Oh, da sind wir hängen geblieben. Ne, nochmal. Oh, da geht es aber weit nach oben. Nochmal. Ah, ich habe keine LAN mehr. Das ist okay. Ja, schwierig. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen eine andere Taktik überlegen. Weil hier ist die LAN natürlich knapp. Da muss ich gleich am Anfang im Optimalfall. Oh, jetzt geht es ein bisschen nach unten. Am besten am Anfang gleich einmal hoch. Der Speed nach vorne war, glaube ich, falsch. Vielleicht ist der Timer ja hier so easy, dass ich das jetzt trotzdem noch hier fertig machen kann. Wir werden sehen. Bin ich natürlich schon extrem slow gewesen zwischendurch. Okay, da geht's durch. Dann geht's hier wieder ein bisschen nach unten. Ich habe schon gut Elan, also eigentlich können wir jetzt einmal reinspeeden. Nochmal. Ein bisschen Delfinflug. Auch nochmal. Oh, ich habe so viele Elan über. Bitte. Was? Okay. Ja. Das ist wieder so eine geschenkte Strecke, habt ihr gesehen? Zwischendrin keine Elan mehr gehabt. Elan am Ende über gehabt, also komplett verkackt und trotzdem 2-3 Sekunden drunter. Gut, die ist geschenkt.
Gut, dass ich zu Ende geflogen bin. Dann schauen wir uns jetzt noch den umgekehrten Modus an. So, umgekehrt Try Nummer 1. Schauen wir mal, können wir gleich nach oben? Und dann würde ich den Speed nach unten wählen. Ah, vielleicht sollte ich doch auch ein bisschen Elan. Na ja, gut, komm, Delfinflug. Nach oben. Dann hier nochmal nach oben. Nochmal nach oben und wieder runter. So, hier kann ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Elan zusammenpulen. Dann geht es ja jetzt erstmal einen Ticken runter. Kugel will ich nicht reinkommen. So, da machen wir jetzt ein bisschen Delfin. Nochmal. Und dann nach oben. Nochmal nach oben, dann kriegen wir ordentlichen Speed. Und nochmal nach oben. Nochmal. Oh, okay. Da wären wir fast hängen geblieben. Das war eine close Angelegenheit. Oh, jetzt habe ich keinen Elan mehr. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Aber ich glaube, jetzt geht es dann nach unten, oder? Hier. Hoffen wir mal. Sonst habe ich ein Problem. Oh, ich muss schnell Q annehmen. Zwischen schnell auf einen anderen Bildschirm klicken. Aber das Rennen war nicht schwer. Also das müsste ja eigentlich auch jetzt, ne? Okay, machen wir hier nochmal ein bisschen Delfin. Komm, jetzt speeden wir einfach nur rein. Und, wie sieht's aus? Ah, 3, fast 4 Sekunden drunter, wunderbar. Gut, das war aber ein geschenktes Rennen. Dann weiter zum nächsten. Gut, der nächste Spot ist einmal auf den Koordinaten 60, 41. Und da legen wir jetzt wieder mit dem Vorwärts-Herausforderungsrennen los. Gut, erster Try. Schauen wir mal, wie leicht oder schwer der Parcours ist. Ich hoffe, dass er lieber leicht ist, ne, dass ich schnell hier durchkomme. Aber wir werden sehen. Okay, da müssen wir relativ eng rumschubbern. Ah, das kann ich mir erinnern, wo der Drache hier quasi gleich am Anfang, ne, dich ein bisschen ausbremst. Okay, da gehen wir jetzt hoch. Ist das nicht der Parcours, wo es in den normalen Modis so ganz viel... Ah, kacke, da bin ich vorbeigeflogen. Ich glaube, das ist der Parcours, wo es so ganz viele Speed Orbs lagen. So, dann erster Try. Jetzt gucken wir mal. Also es geht erst ein bisschen nach oben. Heißt, wir machen das jetzt so. Nehmen das Ding mit. Gehen dann nochmal hoch. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Okay, das war vielleicht da nicht so gut. Aber jetzt sind wir mega zügig unterwegs. So, nochmal ein bisschen rein delfinen. Jetzt bin ich fast überhaupt mitgenommen. So, Moment, dann machen wir das jetzt hier noch. Und hier wieder hoch. Ah, da kann ich es jetzt nicht machen. Das ist jetzt natürlich bescheiden. Da haben wir gut Speed eingebüßt, muss ich sagen. Hier geht es jetzt ein bisschen runter, dann können wir vielleicht wieder... Obwohl, ich wäre zu langsam, wenn ich jetzt auflade. Passt, oder? Ja gut, da geht es jetzt dann gleich wieder hoch. Habe ich jetzt noch einen Elan über und wie war's? Ja, 1,5 drunter, passt. Easy. Easy peasy Strecke. Und dann weiter zum nächsten. Dann sind wir am letzten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 58, 33. Und hier fliegen wir jetzt als erstes einmal Herausforderungs-Vorwärtsstrecke. Gut, erster Try. Schauen wir mal, ob das auch wieder so ein easy Ding wird oder ob wir hier ein bisschen strugglen. Machen wir erstmal den Speed nach vorne, dann delfinen wir einmal rein. Ich dachte schon, ich bleib hängen. So, dann nochmal. Hier nach oben. Und wieder nach unten. Ein Delfinen. Und nochmal. Nochmal. Okay, das war jetzt fast ein bisschen knapp. Das, oh, shit. Ja, gut. Also da ist schon auf jeden Fall jetzt Verbesserungspotenzial da. Das sehe ich schon. War schon zu Ende? Ah, ne, da kommt noch was. Ups, jetzt habe ich nochmal Elan rausgepulvert. Den wir hätten wahrscheinlich nicht rauspulvern sollen. Ah, jetzt habe ich hier natürlich nochmal viel. Und? Also Silber, Bronze ist drin. Zeit. Sind wir da? Uiuiuiuiui. Dafür, dass ich so einen Krampf zusammengeflogen habe, 5 Sekunden drüber. Oder drunter, so rum. Da, okay, das ist natürlich komplett free, das Ding. Jetzt schauen wir mal, wie umgekehrt aussieht.
So, Try Nummer 2. Jetzt bewegen wir uns einmal, dass wir auch wirklich loskommen. Ah, diesmal bin ich jetzt direkt losgekommen. Also ich weiß auch nicht, an was es liegt. Aber jetzt hatte ich es gerade, dass ich nicht quasi, wenn der Timer rum war, abheben konnte, ne? Ganz komisch. Jetzt sparen wir hier ein bisschen Elan zusammen. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich hängen geblieben bin. Einmal nach oben. Nochmal. Ah, jetzt haben wir es ausgelöst. Vorher waren wir gerade, glaube ich, immer zu langsam. Ein bisschen mehr reinspeeden. Immer sind wir schneller. Ja, das hat gereicht. Gut, jetzt hatte ich am Anfang den Bug nicht und ein bisschen besser geflogen. Gut, und das hat dann fast 2 Sekunden ausgemacht, dass wir schneller waren. Und damit haben wir jetzt auch das in Gold und auch quasi, ja, alle anderen Golddinger in Taldaus ist fertig. Und dafür gibt es dann dieses nette Achievement. Juti, das war's mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, können wir uns gerne im nächsten wiedersehen. Da mache ich dann die verbotene Küste. Und ne, verbotene Insel, so rum heißt das Ding. Und ja, dann verabschiede ich mich. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.